So, ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. In 20 Minuten einen Ritt durch das wilde Finanzsystem der Welt. Das wird etwas holprig und etwas schnell werden. Also schneiden Sie sich doch bitte erst einmal an, bevor ich loslasse. Zwei Bemerkungen am Anfang. Erstens, Geld ist ein ganz besonderer Stoff, ein Treibstoff, ein Triebstoff, dessen Funktionieren wir bis heute nicht ganz verstehen. Deshalb muss ich im Folgenden darauf eingehen, bevor wir uns dem aktuellen Finanzschlamassel widmen können. Zweite Bemerkung, dank den Naturwissenschaften sind wir im Verständnis der uns umgebenden Realität ziemlich weit gekommen. In zivilisierten Gegenden wird ein Blitz schon länger nicht mehr als die Unmutsäußerung eines zürnenden Gottes gesehen. Ganz anders in der sogenannten Finanzwissenschaft. Die Selbstsicherheit ihrer Apologeten, dass alles, was mit Geldgeschäften zu tun hat, endlich analysierbar, berechenbar mit mathematischen Formeln wie dem berühmten Black-Scholes-Modell kontrollierbar sei, man hier fraglos von einer Wissenschaft sprechen könne, ist spätestens seit 2008 als Unsinn entlarvt worden. Nicht nur an der HSG in St. Gallen wissen die versammelten Koryphäen nicht einmal mehr, dass sie nichts wissen. Was ist Geld? Nichts mehr und nichts weniger als ein Schuldschein. Ein Stück Papier oder eine virtuelle Zahl auf einem Bildschirm, das ein Versprechen darstellt. Einem Versprechen muss geglaubt werden, wenn es Wert haben soll. Also hat Geld in jeder Form mit Vertrauen zu tun. Denn Vertrauen hilft, wenn die Vergangenheit beweist, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt war. Die Entgegennahme eines Schuldscheins von 10 Franken wurde mit der Umwandlung des Schuldscheins in ein Produkt abgeschlossen, das dem zur Erlangung der 10 Franken nötigen Aufwand entsprach. Das gibt Hoffnung, dass das auch in Zukunft funktionieren wird. Geld ist nicht nur Wertmaßstab und eine Aufbewahrungsmöglichkeit für nicht benötigten Reichtum. Es kann auch verliehen werden. Hier wird eine zweite Vertrauensebene geschaffen. Der Gläubiger glaubt dem Schuldner, dass er das geliehene Geld mitsamt Zins in der Zukunft wieder zurückzahlen wird. Der Zins ist dabei die Risikoprämie, falls etwas schiefgehen sollte. Umso höher das Risiko, umso höher der Zins. Nun ist es unbestreitbar so, dass es eigentlich noch nie so risikohaft war, Geld zu verleihen wie heute. Selbst vermeintlich sichere Werte wie Staatsschuldpapiere haben ihren Nimbus als heiliger Gral der bombensicheren Geldanlage verloren. Also kassiert der Gläubiger wenigstens anständige Risikoprämien, also Zinsen? Keinesfalls. Er legt sogar noch drauf, wenn er in ein einigermaßen sicheres Staatsschuldpapier investiert. Warum ist das so? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns das Geld an seiner Quelle anschauen. Herren des Geldes sind zunächst die Notenbanken, also in den USA das Fed, in Europa die Europäische Zentralbank EZB und in der Schweiz die SNB. Sie alleine haben die Macht, Geld, die Geldmenge zu bestimmen. Die Europäische Zentralbank will und wird Staatsschuldpapiere unbegrenzt aufkaufen. Die US-Notenbank Fed wird jeden Monat 40 Milliarden Dollar drucken und die kurzfristigen Zinsen bis 2015 bei nahe Null halten. Es gibt also neues Geld und erst noch faktisch umsonst. Himmlische Zustände könnte man meinen. Das Paradies ist ausgebrochen, wo Milch, Honig und Geld umsonst fließen. Halleluja. Stellen wir uns vor, der Autofahrer zapft an der Tankstelle Benzin. An der Kasse wird er lächelnd durchgewinkt, Treibstoff ist gratis, manchmal gibt es sogar noch Wechselgeld zurück. Umso mehr er getankt hat. Jeden wirtschaftlichen Laien ist klar, dass da etwas nicht stimmen kann. An den Geldtankstellen EZB und Fed dürfen nur Banken sowie Staaten vorfahren und volltanken. Gratis. Und wozu? Damit sie den Treibstoff für die lahmende Wirtschaft, damit sie mit diesem Treibstoff die lahmende Wirtschaft in Schwung bringen. Absurd und krank, aber Realität. Treibstoff darf und kann nicht gratis sein. Erstens, weil die Ressource nicht unbeschränkt zur Verfügung steht. Zweitens, weil sie nur dann einer wertschöpfenden Verwendung zugeführt wird, wenn sie einen Preis hat. Und drittens, weil Treibstoff ja nicht überall auf der Welt gratis wäre, was zu Spekulation und Zerstörung
von Märkten führen würde. Genau das Gleiche gilt für Geld, wobei Geld eine noch viel zentralere, besondere Funktion in der gesamten Wirtschaft hat. Geld kann, im Gegensatz zu Treibstoff, tatsächlich gratis hergestellt werden. Genau damit verliert es aber seinen Wert. So einfach ist das. In der Theorie soll neues Gratisgeld die Wirtschaft ankurbeln, neue Arbeitsstellen schaffen, Investitionen in der sogenannten Realwirtschaft ermöglichen. In der Praxis tut es das nicht. Obwohl Geld nicht erst seit diesen Entscheidungen der beiden Notenbanken gratis ist, leiden Europa und die USA unter rekordhohen Arbeitslosenzahlen, dümpeln am Rand einer Rezession vor sich hin. Stattdessen pumpt das Gratisgeld neue Blasen im Finanzkreislauf auf, befeuert den rotglühenden Kern des virtuellen Derivate-Casinos, erfüllt den Traum jedes Spekulanten und Zockers. Selbst ein winziger Gewinn bringt Profit, denn das Spielgeld dafür ist gratis. Die einzige Auswirkung auf die reale Welt ist, dass sich die Preise von Aktien, Rohstoffen, nicht zuletzt auch Öl, erhöhen. Aber wohlgemerkt nicht ihr Wert. Eine Aktie kann dann im Wert steigen, wenn das dahinterstehende Unternehmen wertvoller wird, weil es besser geschäftet, neue Profite generiert, Wertschöpfung betreibt. Eine Aktie steigt im Preis, wenn mehr Geld vorhanden ist, mit dem sie gekauft werden kann. Nicht nur bei Aktien nennt man eine solche Entwicklung Blase. Und Blasen platzen, garantiert und amtlich. Hier soll bekämpft werden, was in Wirklichkeit befördert wird. Hier soll der Heroinsüchtige geheilt werden, indem man ihn mit Heroin überschwemmt. Der Zins als sinnvolle Risikoprämie, als Hürde, die sowohl den Gläubiger wie den Schuldner von verantwortungslosem Handeln abhält, ist faktisch abgeschafft. Die überwältigende Mehrheit von Kleinsparern bekommt keinen Ertrag mehr für ihre erarbeiteten Spargroschen. Sie machen entweder Verlust oder sind gezwungen, sich ebenfalls an risikoreichen Spekulationen zu beteiligen. Die Schweizer Pensionskassen können davon ein Lied singen, das ins Gejammer der rasierten Rentenanwärter übergehen wird. Der Fachmann spricht hier von Fehlallokation, eine sinnvolle und produktive Verteilung von vorhandenem Kapital wird verhindert. Der Staat, die Notenbank als Herrin des Geldes, setzt somit alle Mechanismen außer Kraft, die normalerweise durch Zins und beschränktes Vorhandensein von Geld eine einigermaßen sinnvolle Verwendung garantieren. Wenn Kapital keinen Preis mehr hat, gibt es keinen regulierenden Markt mehr. Wenn der Staat den Markt manipuliert, was er als Herr des Geldes kann, dann müsste er ihn gleichzeitig regulieren oder gleich ganz abschaffen. Das wäre aber, Schluck, zentral gelenkte Finanzplanwirtschaft. Dass die auch nicht funktioniert, hat der Zusammenbruch des Ostblocks bewiesen. Quantitative Easing 1, 2 und 3, wie der Euphemismus beim Fed heißt, oder Kampf gegen ungerechtfertigt hohe Zinsen für Staatsschuldpapiere, wie es die EZB nennt, öffnet das Tor zur Hölle. Es kann nicht mehr geschlossen werden. Hier wird, um im Bild zu bleiben, Öl ins Feuer gegossen. Hier wird Geld nicht gedruckt, sondern verbrannt. Am Ende wird das ganze Finanzsystem in Flammen aufgehen. Die Staatsfeuerwehr als Brandstifter. Und große Teile der sogenannten Finanzwissenschaft stehen als Klaköre bereit, um diese Verbrecher sogar noch anzufeuern. Die drei wichtigsten Notenbanken der Welt, also die USA, Großbritannien, Japan und auch die Eurozone und auch die Schweiz, haben ihre Bilanzen von insgesamt rund 3.500 Milliarden Dollar im Jahr 2006 auf weit über 9.000 Milliarden Dollar im Jahr 2012 aufgepumpt. Sie sind also vom Schiedsrichter zum Mitspieler in der Wirtschaft geworden. Ist das schlimm? Erläutern wir das an einem einfachen Beispiel. Felipe und Giuseppe schulden Hans 100 Euro. Da sie sie nicht wie vereinbart zurückzahlen können, beschließen die drei, 100 neue Euro zu drucken. Die bekommen Felipe und Giuseppe und geben Hans sein Geld zurück. Alchemisten, deren Ziel es war, aus Dreck Gold zu machen, würden blass vor Neid. Ist das, woran sie scheiterten, der Eurozone gelungen? Natürlich nicht. Werfen wir zunächst einen Blick in die Geschichte, um das Problem besser zu verstehen. Es war einmal die lateinische Münzunion. Ab 1. August 1866 unterwarfen sich Frankreich, Belgien, Italien und die Schweiz einem gemeinsamen
Kurat-Geldsystem. So nennt man eine Währung, in der die umlaufenden Münzen durch den Edelmetallgehalt, Gold und Silber normalerweise, nicht beliebig vermehrbar sind. Der Sinn der Übung ist es, einfach ausgedrückt, den Wert des sich im Umlauf befindlichen Geldes an eine feste Messgröße zu binden und die Staatsmünze, heute Notenbank, davon abzuhalten, bei Bedarf mehr Geld herzustellen. Ende 1886 trat auch Griechenland der Münzunion bei. Was war das Resultat? 1908 wurden die Hellenen rausgeschmissen, da sie, wie meist in der Geschichte, überschuldet in rauen Mengen Papiergeld druckten. Die Schweiz hielt tapfer bis 1927 durch, dann war die Union Geschichte. Regierungen sind nicht nur, aber auch in Gelddingen verantwortungslos. Die Bindung einer Landeswährung an einen Maßstab, meistens Gold, und die Unabhängigkeit der Notenpresse, der Nationalbank, waren zwei Sicherheitsmaßnahmen, Regierende von Wahnsinn und Verbrechen abzuhalten. Das Bretton Woods-System, also die 1944 eingeführte Weltwährung Dollar, gedeckt durch Gold, hielt immerhin bis 1973, als sich die USA durch den Vietnamkrieg zu sehr verschuldeten und Präsident Nixon einseitig die Golddeckung aufkündigte. Die Unabhängigkeit der Notenbanken hielt sogar noch länger, bis zur Finanzkrise 2008. Seither sind diese beiden letzten Dämme vor einer verbrecherischen Geldflut geschleift. Es ist nicht neu, aber typisch, dass ungefähr die Hälfte aller sogenannten Finanzexperten der ungeheuerlichen Ankündigung des EZB-Präsidenten Draghi, dass nun im Prinzip unbegrenzt Staatsschuldpapiere durch die Notenbank aufgekauft werden, etwas Gutes abgewinnen kann. Damit werde vor allem der Zinsdruck von Wackelstaaten wie Spanien oder Italien genommen, die Börsen jubilieren, mit der Bazooka werde nun endlich die Eurokrise beendet, damit gehe es wieder aufwärts. Dabei würde ein Blick in die Geschichte zeigen, man muss nicht weiter als bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgehen, dass mit einer solchen Maßnahme früher oder später, aber garantiert, die Hölle losbricht. Ihre apokalyptischen Reiter heißen Hyperinflation, Geldvermögensvernichtung, Aufkündigung aller Sozialversprechen wie Renten, völliger Vertrauensverlust in die Stabilität einer Währung. Falsch ist aber, geldgierige Spekulanten treiben Staaten wie Spanien oder Italien, von Griechenland ganz zu schweigen, in eine unbezahlbare und ständig steigende Zinslast. Richtig ist, dass diese Staaten sich dermaßen verantwortungslos verschuldet haben, dass Gläubiger, die noch bereit sind, Geld zu verleihen, dafür eine anständige Risikoprämie wollen. Die wird ihnen nun durch die verbrecherische Intervention der Notenbank EZB abgeschliffen. Als nächstes wird ihnen das investierte Kapital rasiert, entweder durch Inflation oder gleich durch einen Schuldenschnitt à la Griechenland, wobei als Gipfel der Perversion die von der EZB aufgekauften Staatsschuldpapiere privilegiert bleiben, also von Schuldenschnitten ausgenommen sind. Was hier passiert, ist Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Dass eine Notenbank eine solche Entscheidung treffen darf, die sogar von Deutschlands Regierung verkniffen applaudiert wird, ohne dass alle Verantwortlichen sofort zum Teufel gejagt werden, ist ein weiterer Tiefpunkt in der langen Geschichte von aus Haftungsfreiheit geborener Verantwortungslosigkeit der europäischen Regierenden. Schulden mit neu gedrucktem bzw. durch ein paar Klicks hergestellten Geld zu bezahlen, führt mit Staatsgarantie ins Desaster, und zwar alternativlos. Die Injektion einer letalen Überdosis wird dabei als lebensrettende Maßnahme verkauft. Ich fasse zusammen. Das Werkzeug zum Verbrechen hat die kriminelle Niedrigzinspolitik geliefert, mit der Alan Greenspan begann, der berühmt-berüchtigte ehemalige Chef der US-Notenbank Fed. Seine Nachfolger eifern ihm nach. Überall auf der Welt. Wenn Geld faktisch gratis ist, befeuert es Spekulationsblasen. Die wurden von einem deregulierten Finanzmarkt aufgepumpt, wobei sich im größten Bankraub aller Zeiten im roten Bereich zockende Investmentbanker alleine an der US-Immobilienblase rund 1000 Milliarden Dollar an Boni abgriffen. Das ist eindeutig Diebstahl, denn dieser Zahl steht keine wertschöpfende Leistung gegenüber. Um den Zusammenbruch des globalen Finanzsystems zu verhindern,
übernahmen die industrialisierten Staaten Schuldverpflichtungen in der Höhe von rund 6.000 Milliarden Dollar. Dadurch verlumpt, brauchen sie nun die überlebenden Banken, um ihre eigenen Schuldpapiere unters Volk zu bringen. Um unter der eigenen Schuldenlast nicht zusammenzubrechen, halten die Staaten dafür die Risikoprämie, die Zinsen künstlich tief. Der Schlaf der Vernunft gebiert vor allem in Europa Monster. Eines davon ist der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM. Zunächst muss man wissen, dass es sich beim ESM um eine Zweckgesellschaft nach luxemburgischem Recht handelt. Diese wird von einer Dunkelkammer namens Gouverneursrat regiert, der haftungs- und somit verantwortungsfrei mit völliger Immunität ausgestattet, demokratisch nicht kontrollierbare Entscheidungen über die Verwendung von im Moment 700 Milliarden Euro treffen kann. Nachdem das deutsche Bundesverfassungsgericht die letzte Hürde zu seiner Inbetriebnahme weggeräumt hat, wird der ESM weitere Sargnägel in die Fehlgeburt und Fehlkonstruktion Euro schlagen. Kein Mitglied des ESM kann übrigens aus dieser Geldvernichtungsmaschine aussteigen. Das ist nicht vorgesehen. Besonders bedenklich ist, dass auch die Schweizerische Notenbank SNB das Schicksal unserer Landeswährung Franken an den Euro geknüpft hat. Die Fixierung einer festen Untergrenze schafft kurzfristig Planungssicherheit bei Investitionen und Exporten. Dieser nicht zu unterschätzende kurzfristige Effekt wird aber mit dem mittelfristigen Risiko erkauft, dass die SNB durch den Niedergang oder die Auflösung des Euros in den Abgrund gezogen wird, wodurch Multimilliardenverluste entstehen würden. Ich habe diese Betrachtung mit einigen Gedanken zum Geld begonnen. Ich möchte sie mit einer kurzen Analyse von Schulden abschließen. Denn Schulden sind nicht nur in Form von Banknoten oder Zahlen auf dem Bildschirm ein weiteres Mysterium. Es beginnt mit der einfachen Erkenntnis, dass auch ein Finanzinstitut, eine Bank, Geld aus dem Nichts schaffen kann. Schon im späten Mittelalter realisierten die Fugger und andere, dass es ja sehr unwahrscheinlich ist, dass gleichzeitig alle Gläubiger, also die Besitzer von Einlagen, ihr Geld zurückhaben wollen. Genauso unwahrscheinlich ist es, dass gleichzeitig alle Schuldner, also die Benutzer von Krediten, ihren Verpflichtungen nicht nachgehen können. Wenn also die Bank über 1000 Gulden Einlagen verfügt, kann sie problemlos ein Vielfaches dieses Betrags ausleihen. Nicht zuletzt mit dieser Erkenntnis wurde der wirtschaftliche Aufschwung in Europa befeuert. Denn sinnvoll investiertes Geld, das aber real gar nicht vorhanden ist, bewirkt eine gesteigerte Wertschöpfung, die sonst nicht möglich wäre. Einfach gesagt, investiere heute eigentlich gar nicht vorhandenes Geld und zahle es morgen mit der dadurch gewordenen Steigerung der Wertschöpfung zurück. Aber auch dieses System beruht nicht auf mathematisch berechenbaren Grundlagen, sondern auf Irrationalitäten wie Vertrauen, Gier und Angst. Vertrauen ins zukünftige Funktionieren des Systems, Gier in Form von Gewinn durch Ertrag, also Zinsen, und Angst vor der Möglichkeit, dass angelegtes Geld nicht zurückbezahlt wird. Fehlt das Vertrauen, kommt es zu einem Bankrun. Überwiegt die Gier, explodieren die Zinsen. Herrscht Angst, wird vorhandenes Geld nicht investiert. Allen drei Faktoren ist gemein, dass sie unvorhersehbar von einem Moment auf den anderen erodieren oder explodieren können. Wenn beispielsweise Vertrauen schwindet, wie zurzeit, Gier nicht befriedigt werden kann, weil Zinsen außerhalb hochriskanter Spekulation zurzeit künstlich niedrig gehalten werden, dann steigt die Angst ins Unberechenbare. Jenseits von allen Zahlendschungeln, sich diametral widersprechenden Aussagen von sogenannten Experten, tanzen wir also zurzeit ein Money Rap auf einem Vulkan, der jederzeit explodieren kann. Ich bin eher Diagnostiker, kein Therapeut. Deshalb kann ich keine Rezepte für Auswege ins Danach anbieten. Ich persönlich bin eher pessimistisch, rechne mit Chaos, rechtsfreien Räumen, Faustrecht und einem Zusammenbruch der staatlichen Ordnungsmacht. Aber das ist nur ein individueller Eindruck, dass der Point of No Return überschritten ist. Begründbar, aber nicht beweisbar. Ich bin noch viel weniger Hellseher. Dennoch sei die Prognose gewagt, dass diese Schlamassel zwangsläufig zur folgenden Entwicklung führt: galoppierende Inflation und oder Staatsbankrotte. Dass es krachen wird und muss, ist unbezweifelbar. Wann und wie,
Das ist die große Frage, die auch hier unbeantwortet im Raum stehen bleiben muss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.